Willkommen zurück zu Grim Dawn. Beim letzten Mal haben wir den Beppo erledigt, der erstmal so meinte so, hey, ich töte dich fünfmal. Ja, das war toll. Und heute können wir dann jetzt ja weiter Richtung Burbage nach oben hier, weil wir brauchen nochmal Stoff und wir können so langsam Richtung den Aufseher. Wir müssen ja in den Keller des Aufsehers und das ist ja so ein bisschen mit unserer Hauptquest. Und da wollen wir halt jetzt mehr oder weniger hin. In der Hoffnung, dass das auch alles so klappt, wie ich mir das vorstelle. Ich habe keine Ahnung. Na, aber wird schon irgendwie. Hoffe ich. Glaube ich. Gucken wir mal. Mehr als sterben kann ich eh nicht. Das Übliche halt. Yeah, Level Up. Das fängt ja gut an heute. Bitte warten. Gegner werden umgehauen. Bitte warten. So. Kann noch mal ein paar Skelette holen. Sind ja schon wieder Mangelware hier. Ja, okay. Die sind irgendwie da drin. Und irgendwie haben meine Skelette da voll den Drang zu, die alle zu ertöten. Guten Deutsch. Dann gleich auch mal gucken, was wir mit unserem Level-Up anfangen. Wow, irgendwas hat hier sau viel Schaden gemacht. Generell sollte ich ja mal gucken, wie ich mich irgendwie hier so mal aufstelle, mehr oder weniger. Equippe und Kasse nicht gesehen, damit ich nicht mehr so viel umfalle. Ich meine, ja, wir spielen auf Veteran, aber das ist schon ein bisschen arg, wie wir umfallen. Eigentlich müssten wir hier so Diablo-mäßig wesentlich mehr durchpolzen. So, wo kann ich denn, wo war das denn hier? Ich kann ja nicht hier durch den Fluss, ne? Doch, ach so. Dann habe ich nichts gesagt. So, wir müssen mal nur gucken. Da ist eine verwitterte Truhe für die Schneiderin. Sehr schön. Das heißt, da haben wir nochmal Stoff. Da sage ich doch nicht nein. Wir holen den guten Stoff. Ist doch so. Wow. Machen wir nicht so einen Schaden hier. Okay. Mein Zeug. Noch mehr von meinem Zeug. Meins. Hier ist noch eine Kiste. Mit Stoff und Zeug. Da in die Kiste holen wir auch nochmal. Wenn sie nicht so toll bewacht wäre. Ich habe natürlich halt auch so lebensentziehende Kräfte und sowas, weißt du, aber wenn die halt nicht aufgelevelt sind, dann sind die halt auch eher so. Eigentlich müsste ich halt alles aufleveln. Alles! Und noch mehr. Juh. So, dann gehen wir mal zurück. Obwohl, da hinten ist noch eine Kiste. Da kann man ja nochmal ganz kurz reingucken. Siehst du, noch mehr Zeug. Was einem nichts bringt, aber hey, mehr Zeug. So, einmal kurz zurück nach Devil's Crossing. Stoff abgeben. Ich habe jetzt einen guten Stoff. So. Hier, Konstanze. Dein Stoff. Hast du den Stoff gefunden? Ja, lag da so rum. Großartig, das ist mehr als genug, um diesen Ort ein bisschen aufzuräumen. Sollte auch noch ein paar Reste haben, um neue Kleidung herzustellen. Viele Leute tragen hier nichts als Lumpen. Oh, und nimm bitte diese Jacke. Ich nähe sie für Briggs und die anderen Wachen. Aber ich denke, du hast dir die erste verdient. Ja, danke. Danke. So, habt ihr noch was zu sagen hier? Es tut uns leid, dass wir dich verkannt haben. Dass ich dich verkannt habe. Du tust so viel dafür uns, um uns alle zu beschützen. Ja. Es ist Konstanze sagt, ich kann jetzt mit dir sprechen. Hi. Ja, bitte. So, jetzt hat sich hier alles so ein bisschen optisch verändert, weil ich jetzt den Stoff abgegeben habe oder weil wir jetzt in der Rufstufe gestiegen sind. Das weiß ich nicht. Nee. Ich
Ich bin noch freundlich. Okay, dann liegt es jetzt an dem Dingens. Okay. So. Equipment-technisch. Ist gar nicht so kacke aus. Ich meine, das gibt mir zwar mehr Leben, aber weniger Raffinesse. Und das gar nicht wenig. Hm. Meine 100 Lebenspunkte sind jetzt auch an sich jetzt nicht so viel. Ja, ich glaube, dann habe ich hier mal wieder nur Schrott. Nur Schrott zum Mitnehmen, nichts mehr essen. Gleich loswerden. Tritt sich sonst nur fest. Muss ja nicht sein. Okay. So, und jetzt zurück. In mein Glück. Da ist mein Portal. Ich wollte eigentlich skillen, ne? Hat ja gut geklappt. Warum leuchtet mein Buch da so grün auf? Ich gucke gleich mal. Wenn wir mal eine ruhige Minute hier haben. So, was das hier? Fähigkeitsfenster. Achso, auch weil ich skillen kann. Achso. Jetzt ist natürlich die Frage, wohin, ne? Böses Vorzeichen. Oft reicht schon allein die Gegenwart des Nekromanten aus, um ihren Feinden Furcht einzuflößen. Du gibst ein geisterhaftes Heulen von dir, das das Selbstvertrauen der kleineren Gegner schwächt. Schnell verbreitet es Verwirrung und Furcht bei den Feinden. Also quasi 4. Wir haben ja auch das hier, was ja eigentlich nur ein Buff ist. Also, was heißt nur ein Buff, ne? Aber, ja, die Frage ist halt jetzt, wohin will ich was skillen? Eigentlich, ne, Knochenernte wäre halt auch sinnvoll, weil ich das halt relativ viel nutze. Schlägst du mit Grabeskälte zu, verursachen deine Angriffe sofort in die Große bei den betroffenen Wunde, bei deren Anblick sogar entschlossene Feinde ins Wanken geraten. Grabeskälte, was ist denn Grabeskälte? Das hier? Nein. Ist das kein bestimmter Angriff, sondern Gedöns? Ich weiß es nicht. Ja, das ist halt sowas, wo ich halt jetzt dastehe und mir denke so, wann schlage ich denn mit Grabeskälte zu? Und es ist ein, ja, ein Element wird es nicht sein hier, so ein Stat oder so. Auf deinem Befehl strömen Krankheit und Verwesung durch Risse in die Erde aus und infizieren jeden, der sich unglücklicherweise in der Nähe befindet. Klingt nicht verkehrt, als kleinen Zusatz. So, muss ich das hier noch irgendwo einsetzen? So. Das ist das. Devotion-Punkte habe ich ja nicht. Nö. Aber ich habe hier noch was. Ja, ne? Raffinesse. Würde ich sagen. Weil mehr Schaden ist, mehr Schaden macht mehr Schaden. Ja, ich weiß, ich kippe fast um. Manche andere würden jetzt sagen so, na, mach doch mal Konstitution. Ich aber nicht. Was ist denn das für ein Dicker? 5. Ist nicht ready, okay. So, geht doch. Alles mitnehmen, was ich kriegen kann hier. So, was haben wir da? Hallo, ich wollte das Pult haben. Logbuch des Hafenmeisters, gucken wir uns gleich an. Da. Ein weiteres Boot mit Dutzenden vermummter Gefangener ist angekommen. Wie üblich hatte schon ein Wagen auf sie gewartet, aber soweit ich gehört habe, nimmt er sie nicht weit mit. Einer der Hafenarbeiter kam von Burbage zurück, nachdem er dort bei ihrem neuen Arzt gewesen war. Und er sagte, dass ein Wagen draußen bei Kriegsvilla gehalten habe.
Der Junge fragte nach den Gefangenen und einer der Betreuer sagte, Rehabilitation. Bin mir nicht sicher, was ich davon halten soll. Es hat über ein Dutzend dieser Gefangenentransporte in ebenso vielen Wochen gegeben. Ich verstehe nur nicht, wie sie alle in diese Villa passen. Es ist mir egal, wie groß der Ort sein mag. Krieg wird unter seinem Dach kein Gefängnis mit nutzlosen Dieben halten. Etwas Seltsames geht dort vor und ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache. Werde wohl Melmoth benachrichtigen müssen, damit einer ihrer Inquisitoren hierher kommt und diese Merkwürdigkeit überprüft. Kann aber auch nicht sagen, dass ich einen dieser Inquisitoren haben will, der hier herumstochert. Sie beunruhigen einen. Dam-dam-da. So. Okay. Noch was Interessantes hier? Nein. Hätte mich auch gewundert. Gut. Dann gehen wir mal weiter. In der Hoffnung, irgendwo hinzukommen, wo wir hinwollen und müssen. Ich hab keine Ahnung. Und irgendwann werden wir stärker. Und irgendwann stehen wir dann da und sagen so, ha, wisst ihr noch, als ich gestorben bin. Und jetzt pullt sich alles um. Irgendwann. Manchmal dauert dies irgendwann aber halt ein bisschen. Geht weg. Ihr stinkt nach Fisch. Wenn etwas nach Fisch stinkt, ist meistens nicht so toll. So, wo kommen wir denn hier hin? Ach, letztendlich halt da, wo ich schon gewesen bin. Das ist dieser komische Schrein, den wir damals mal freigeschaltet haben. Lang ist's her. Gar nicht durch. Okay, dann halt nicht. Ja, dann halt nicht, ne? Ich bin da ja nicht so. Habe ich hier denn noch andere Bereiche, die ich erkunden kann? Ein bisschen. Ich wollte es auch gar nicht mehr so lange machen. Ich kann nicht so lange machen. Das ist halt so Last Over. Arbeit ruft. Ist halt das Tolle, weißt du, wenn du dann halt irgendwie vor Arbeit sein musst, obwohl du es nicht musst. Ja. Muss ich mir halt morgen dann die Zeit nehmen und für Grimdawn hier ordentlich mal aufnehmen und mich mal ein bisschen mehr mit allem beschäftigen und mal eine längere Aufnahmesession haben. Ich glaube, das täte mir und dem Spiel eigentlich ganz gut. Und bisher habe ich halt immer so kleine Aufnahmesessions immer nur gehabt. Ja. Da kannst du dich halt auch in nichts reinfriemeln. Und dann stehst du da und denkst dir so, boah, mal eine Folge aufnehmen. Ja. Da kommt es ja zu nichts. Ist halt so. Guten Tag. Ich meine, ne? Immerhin kriegen wir ein paar Erfahrungen. Das ist schon viel wert, ja. Aber mehr ist halt auch manchmal einfach nicht drin. Nein, das liegt nicht daran, dass ich nicht Nein sagen kann, sondern es hat tatsächlich andere Gründe. Ein Nein hätte er heute halt überhaupt nicht gewollt. Hätte ich halt nur die größere Arschkarte gehabt. Ich habe schon viel ignoriert heute. Aber ja. Arbeit halt. Arbeit, Arbeit. Mit Arbeit kann man sich den ganzen Tag versorgen. Oh, was ist denn das? Eine Ätherbarriere. Die Ätherischen haben von Burbage aus den Weg nach Norden versperrt. Wahrscheinlich um jeden aufzuhalten, der versucht, den Gemetzel zu entkommen.
denn es wäre ein mächtiges arkanes Ritual notwendig, um sie aufzulösen. Okay. Gut, weiß ich Bescheid. Dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle dann weiter in der nächsten Folge von Grim Dawn. In der Hoffnung, da kommen wir dann tatsächlich mal so ein bisschen mehr voran in der nächsten Aufnahmesession. Ich hatte mir auf jeden Fall fest vorgenommen, ob das was wird. Ich habe keine Ahnung. Wir werden es herausfinden. Bis dahin, viel Spaß noch. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.